dass Facebook auch schon den Weg in die Let's Plays von Minecraft gefunden hat. Ja, das schreckt mich ab. Mal schauen. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, habe ich da jetzt gerade den Debitor-LP gefunden. Der ja auch schon jetzt sein 508. Video heute hochgeladen hat. Und ich bin mal gespannt. Also ich bin jetzt mittlerweile, seit Folge 500 verfolge ich ihn. Und ich bin gerade dabei, mir die 501. Folgen anzugucken. Und ich finde, er hat auch so seine ganz eigene Art, ein Let's Play zu moderieren. Finde ich sehr nice. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? 1, 2... Ah, okay, gut. Muss schon sagen, hä, was ist denn das jetzt? So. Kann man sich anhören. Also, wer Debitor LP nicht kennt und sich für LPs mal interessiert, kann ihn sich gerne anhören. Oder sollte sich ihn mal anhören. Autsch, das tat weh. Jetzt habe ich Autsch gesagt, bevor ich umgefallen bin. Runtergefallen bin. Also, er macht auf jeden Fall keine schlechten LPs. Sag mal so. Ist sehr witzig und amüsant, ihm zuzuhören, zuzusehen, wie er failt. Grüße an dich, auch wenn du niemals meine Videos wahrscheinlich sehen wirst. So. Warte mal, ich glaube... Naja, jetzt habe ich gerade die Rüstung an. Ich wollte mal gucken, ob ich meinen Skin endlich repariert habe, weil ich habe ein bisschen an den Skins rumgeschraubt. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr daran erinnern, ob ich den repariert habe. Der war ja hinten am Rücken, war der noch schwarz. Es wird langsam Nacht und ich wette, wir haben immer noch kein Bett, deswegen werden wir gleich mal zurückgehen und die Nacht überschlafen. Ich möchte nämlich mit Level 32 ehrlich gesagt nicht sterben. Und ich hoffe, das kann jeder nachempfinden. Mal schauen, was wir mit dem Haus hier noch machen. Ich würde sagen, da besteht noch Optimierungsbedarf. Aber dafür haben wir ja ein endlos Let's Play. Wir haben keinen Zeitdruck, wir können auch mal fehlen. Und Minecraft ist ja dafür da, etwas auszuprobieren. Das, was ich jetzt vorhabe für das Haus, das habe ich so noch nie ausprobiert in keiner meiner Welten. Raschen wir uns hier mal noch ein bisschen davon rein. Und vielleicht sieht es ja gut aus, vielleicht reiße ich auch alles wieder ab. Nee, das denke ich nicht. Es sieht ganz nett aus. Naja. Mal schauen. Irgendwas lasse ich mir einfallen. Vielleicht mach ich auch mal eine Sicherheitskopie von der Welt und probier mal was aus. Also, ja, eine Sicherheitskopie habe ich eh von der Welt. Ich meine eine, wie Gronkh das so schön formuliert, Kopie. Autsch. Moment. Kleines Problem. Ja, mein Bürostuhl von 1955, der fliegt hier alle zwei Tage auseinander. Natürlich ist der nicht von 1955, aber so sieht er zumindest aus. Und da legt es mich auch ganz gern mal auf die Mund. Oh, anstrengende Musik. Ey, wenn ich leiser machen, so. Das ist eine Höhen, das ist doch Höhen. Ich weiß nicht, gibt's irgendwie so ein Programm oder so, mit dem man YouTube, wenn man eine Playlist anhat, ich habe ja eine Playlist an, dass man da irgendwie mit per Knopfdruck switchen kann? Gibt's das? Oder kann man das auch so ohne Programm? Das wäre äußerst praktisch, damit ich nicht ständig das Let's Play so mal für ein paar Sekunden unterbrechen muss. So. Irgendwie. Wie sieht denn das aus? Das sieht aus wie... keine Ahnung. Hier, diese komische Front da.
Da müssen wir nochmal hoch. Das sieht einfach nur aus. Gut, dass wir hier offen gelassen haben. Ich würde sagen, dann kommt mal das hier weg. Und das kommt weg. Moment, da machen wir das mal so. So, so, so. Naja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch ich komme nicht vom Himmel. Nee, Scherz. Das war nur ein Scherz, ein Scherz. So, hier weg, da weg. Da weg, da weg, da weg. Da weg, da weg, da weg. Da weg. So, das kommt weg. So, das. Da würde ich sagen, machen wir jetzt hier so ein... Hier das Hauptdach sozusagen und da dann den Anläufer. Ich wollte es auch andersrum machen, aber ich finde, wenn man von der Richtung... Wir werden ja von der Richtung sicher meistens kommen. Ich gehe zumindest davon aus, dass wir unser Haus in diese Richtung weiterbauen werden. So, ja, so kann ich das eigentlich lassen. Nee, Moment. Das war ein Seufzer. Du gehörst da nicht hin. Na, meine. So, dann kommst du auch weg. Und du kommst da weg. So. Autsch, das war ungewollt. Dann kommst... Haben wir hier zufällig Holz? Ja genau, ein Holz haben wir gefunden. Das ist sehr gut. Nee, ist das jetzt richtig? Doch, klar ist das richtig. So, dann kommt das hier noch weg, 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 das hier noch weg. Jetzt müssen wir nochmal da runterspringen. Aua, ist halt weh. Wir müssten ja Essen dabei haben eigentlich, theoretisch. Ja, ich habe ja abgeerntet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und der Grund, warum ich heute aufnehme, ist, ich wollte den ganzen Tag schon aufnehmen, aber habe mir gedacht, ne, du hast nachher Arbeit. Ja, vielleicht nicht praktisch, wenn du jetzt aufnimmst, weil du hast nur noch 2 Stunden Zeit. Und ich habe ja die letzten 2 Tage schon immer vor der Arbeit aufgenommen. Und da habe ich gerade einen Anruf bekommen von meinem lieben Co-Chef. Also, ja, Co-Chef ist es nicht der richtige Chef, aber wir betrachten ihn als Co-Chef, weil er einfach nur genial ist. Der liebe Herr Fuchs. So, und er hat mich gerade angerufen oder meine Mutter angerufen und mitgeteilt, dass ich heute erst 18 Uhr kommen brauche. Das heißt, ich muss heute nur 4 Stunden arbeiten. Äußerst chillig, und da habe ich mir gedacht, nehme ich noch ein Let's Play auf. Vorhin, ich weiß nicht, ob ich dazu. Ich glaube, ich habe da gar nicht zu Ende geredet, oder? Ich habe ja vorhin angesprochen, dass ich das Skyblock Let's Play nicht ewig weiterführen werde. Und ich habe mir überlegt, ob ich mir die Mühe mache für euch. Und mir die. Ich habe ja jetzt die Version 1.3 drauf und ein Retro Let's Play von Minecraft mache. Also ein Let's Play in der Version 1.3 Beta. Dass ich dann wirklich immer vor dem Let's Play die Version switche. So allzu anstrengend wäre das jetzt nicht. Es würde mich ein bisschen Arbeit kosten, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und dass wir ohne die ganzen Features noch ein kleines Retro-Let's Play aufnehmen, natürlich auch wieder nicht ewig, sondern dass wir halt das Minecraft-LP an sich führen. Oh Mann, ich muss nochmal echt durchschniefen. Da gehe ich mal schnell hier rein. Nee, ach komm. Dass wir das Minecraft Let's Play an sich so weiterführen. Und dass wir dieses Minecraft Retro Let's Play, so nenne ich das jetzt mal, weil es ist ja schon eine Weile her. Dass wir das dann wie das Skyblock Let's Play immer ein Let's Play so nebenbei führen. Ich denke, damit sollte doch jeder eigentlich zufrieden sein. Hoffe ich sehr.
Ich hoffe, ich mache damit keinen unglücklich, dass ich das Skyblock... Ja, gut, ich kenne jetzt einen, den ich sehr unglücklich machen werde. Aber ich denke, der wird mir das verzeihen, sobald er mitkriegt, dass wir das Retro-Let's Play... Au, au, au. Also man kann Treppen übrigens nicht rückwärts runterlaufen, wie ihr gerade gesehen habt.